Sache 46, 54 dementsprechend abgelehnt. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 45, 92 im zweiten Neudruck. Landesförderung von Atomkraftwerken einstellen, Eigentümer in die Pflicht nehmen. Ich eröffne die Aussprache und erteile dem wundervollen Dietmar Schulz das Wort. Sie haben die Ironie gehört, Herr Kollege Schulz, bitteschön. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ja? Das kann sein. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die Blumen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, Frau Kollegin Beer, der war da, also nur so viel dazu. Es geht jetzt hier um einen Antrag unserer Fraktion, der da lautet, Landesförderung von Atomkraftwerken einstellen, Eigentümer in die Pflicht nehmen. Die Streichung der Förderung des Atomkraftwerksbetreibers HKG ist insofern von besonderer Bedeutung, als im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen Folgendes vereinbart worden ist. Ich zitiere mit der Erlaubnis des Präsidenten, insbesondere im Hinblick auf die ungeklärte Finanzierung des Rückbaus des THTR werden wir die früheren Betreiber bzw. Rechtsnachfolger und Eigentümer in die finanzielle Verantwortung nehmen. Steht auf Seite 41 im Koalitionsvertrag und entspricht im Wesentlichen dem Beschlusstext des heute hier eingebrachten Antrags. Der Landtag hat soeben einen Haushalt für das Jahr 2014 verabschiedet, inklusive Regelungen, Positionen in einem Einzelplan 20. Das ist in doppelter, nein, sogar in vierfacher Hinsicht mit Bezug auf unseren heute hier gestellten Antrag und beratenden Antrag bemerkenswert. Herr Kollege Schulz, bitte. Wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich hoffe, dass er sich nicht versehentlich eingeloggt hat, aber der Kollege Kern möchte ihm wohl eine Zwischenfrage stellen. Also der Pirat Nikolaus Kern, ja? Ja, bitte. Sollen wir die zulassen? Dann machen wir das. Herr Kollege Kern, bitteschön. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, überraschenderweise. Eine kurze Frage, wie beurteilen Sie eigentlich, dass quasi die komplette Grünen-Fraktion der Debatte fernbleibt bei diesem durchaus wichtigen Thema? Vielen Dank, Herr Kollege Kern, für diese Zwischenfrage. Es wäre mir fast nicht aufgefallen, aber ich muss sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die komplette Fraktion der Grünen bei der Abstimmung gleich anwesend sein will. Es kann aber sein, wie der Kollege Markert gerade ausführt, dass sie am Stream sitzen oder aber den Ausführungen deshalb nicht folgen möchten, weil es hier darum geht, dass eine wesentliche Kernforderung, wie sie seitens der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in den Koalitionsvertrag geschrieben wurde, seit Jahr und Tag mit Füßen getreten wird. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wir werden es vielleicht herausfinden, wenn denn gleich das Abstimmungsergebnis zu bestaunen ist. Ich sagte vorhin, es ist in vierfacher Hinsicht bemerkenswert, dass der Haushalt verabschiedet wurde mit 1,5 Millionen Fördersumme für das Jahr 2014. Und zwar erstens deshalb, weil in diesem besagten Einzelplan 20 eine Erläuterung steht. Und diese Erläuterung sagt aus, die Zuschüsse, diese 1,5 Millionen, dienen der Restabwicklung des THTR 300, Klammer auf, Hamm-Üntrop, Klammer zu, die zuletzt im Jahr 2013 vereinbarten Finanzierungsregelungen haben eine Laufzeit bis zum Jahr 2022. Der Finanzminister mag mir jetzt widersprechen, er wird es wahrscheinlich nicht tun, weil er sich noch in Prüfung befindet, aber die Vereinbarung gibt es nach wie vor nicht. Die Vereinbarung, von der im hier eben verabschiedeten Haushalt die Rede ist, gibt es nicht. Mit anderen Worten, wenigstens in Höhe dieses Betrags von
sicherlich im Angesicht des Gesamthaushalts lächerlichen kleinen 1,5 Millionen ist der Haushalt falsch, der eben beschlossen worden ist. Zweitens, diese Erläuterung, die ich gerade eben zitiert habe, ist falsch, denn es gibt sie nicht nur nicht, sondern sie ist ja auch nicht gewollt von Seiten der an der Regierungsfraktion, Regierungskoalition beteiligten Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Drittens, insofern als der Haushalt zumindest teilweise in Bezug auf Erläuterung, dann aber reflexartig auch im Hinblick auf den Baransatz eine Unwahrheit bezeugt, zeigt, wie ernst es dem Bündnis 90 den Grünen mit einem Kernthema ist, nämlich, wie es hier ausgeführt ist im Koalitionsvertrag, die Betreiber in die Pflicht zu nehmen. Die Betreiber in die Pflicht zu nehmen, hieße, diese Kosten auf das Who is Who der deutschen Energiewirtschaft einzig und alleine abzuwälzen. Und wir reden hier von Unternehmungen wie RWE Power AG, RWE Deutschland und E.ON. Also keine kleinen. Und die, die das in den 80er Jahren angestoßen haben, sollen doch bitte schauen, dass es denn auch weitergeführt wird unter ihrer Regie, vor allen Dingen ihrer Finanzhoheit. Denn wenn auch dieser Reaktor nur kurz lief, hat er dennoch Profite abgeworfen. Welcher Höhe müsste man nachschauen, spielt aber letztendlich für den heutigen Antrag keine Rolle. Und viertens, die Landesregierung setzt den Koalitionsvertrag nicht um. Ich glaube, das ist die ganz wesentliche Feststellung. Und das ist sicherlich auch von Interesse für die vielen Menschen draußen im Lande, die wissen sollen, dass hier auch Dinge beschlossen werden, die möglicherweise gegen die Überzeugungen derer sind, die hier über Dinge abstimmen, wie hier zum Beispiel die 1,5 Millionen für Üntrop. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Unter dem Strich und in den nächsten 10, 15, 20 und 30 und 40, möglicherweise bis in die späten 70er und 80er Jahre dieses Jahrtausends, werden weitere Kosten auf das Land Nordrhein-Westfalen unter Umständen bei dieser Verhandlungslage zukommen. Und da reden wir nicht mehr von 1,5 Millionen, sondern nach entsprechend derzeitiger Gutachtenlage von bis zu einer halben Milliarde Euro und mehr. Und dementsprechend möchten wir heute dafür Sorge tragen mit unserem Antrag, dass der Landtag beschließt, dass es keine neuen Zahlungsverpflichtungen mehr gibt, welche das Land Nordrhein-Westfalen gegenüber den Betreibern des Atomkraftwerks am Üntrop oder auch solche mit Jülich übernehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. 15 Sekunden war es länger, Herr Kollege Rasche. Block 1 war die Zwischenfrage dazwischen, deswegen vielleicht vom... Nur zur Aufklärung, ist ja nicht ganz neu an der Stelle. Bei der Zwischenfrage wird natürlich die Zeit angehalten, auch in dem Fall, wenn die Frage aus der eigenen Fraktion kommt. Genau, wir machen weiter. Sehr guter Vorschlag, Herr Kollege Liebenkämper, und der mindestens genauso wundervolle Kollege Vandenberg spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man so einen Anti-Atom-Antrag liest, dann kommen bei mir sofort die Reflexe aus der Schülerzeit auf, weil Sie werden in meiner Biografie auch feststellen können, dass ich mich damals auf die... Bitte? Ja, da habe ich mich auch hingestellt, habe dagegen demonstriert etc. Aber ich glaube, heute muss man sich das ein bisschen genauer noch mal anschauen. Nur von der Atomlobby zu sprechen und von den Großen, die da unterwegs seien, Herr Kollege Schulz, ist, glaube ich, Sie haben ein paar zitiert, ein paar Namen aufgelistet, andere weggelassen. Das passt an der Stelle eben nicht, sondern man merkt, da sind viele unterwegs mit unterschiedlichen Interessen. Und wenn man sich intensiver befasst, so stellt man fest, es gab gar nicht so sehr die Atomlobby, sondern da gab es die Leichtwasserreaktorbefürworter gegen die Hochtemperaturbefürworter, da gab es die Kugelhaufenfreaks gegen die andere Brennstoffarten dort bevorzugt haben, also ein wildes Durcheinander. Und das Interessante ist ja mal sich anzugucken, wo kommt das Ganze eigentlich her? Und es war in den 60er Jahren schon so, dass über Parteigrenzen hinweg fast alle geglaubt haben, dass das eine hochmoderne Reaktorlinie ist, die man in diesem Lande ausprobieren sollte. Und die Argumente waren, dass im Gegensatz zu Leichtwasserreaktoren dort keine Kernschmelze vorkommen könnte. Und man prägte sogar den Begriff, dass dieser Reaktortyp inhärent sicher sei. Herr Kollege Vandenberg, bitte. Der Kollege Schulz würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Immer wollen Sie gerne. Ihn zulassen? Immer gerne. Dann machen wir das, Herr Kollege Schulz, bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sprachen gerade von der Atomlobby. Ich bin mir relativ sicher und deswegen frage ich Sie, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen,
dass meine Ausführungen sich nicht auf die Atomlobby, sondern auf Unternehmungen der Energiewirtschaft bezogen, welche, von denen ich drei genannt habe, und sind Sie darüber hinaus bereit und in der Lage, aufzuzeigen, welche Gesellschafter im Einzelnen, wenn ich welche vergessen habe, noch dazukommen, die Gesellschafter der HKG GmbH, nämlich der Betreibergesellschaft bezüglich des Atomreaktors in Hamm-Üntrop, sind? Ja, Herr Schulz, will ich gerne machen. Das sind zum Beispiel die Stadtwerke Aachen, 5%, das sind die Gemeinschaftswerke Hattingen mit 12%, dahinter verbirgt sich die Wuppertaler Energie AG, auch RWE Power, das ist richtig, aber zum Beispiel Gemeinschaftswerke Weser GmbH, Stadtwerke Bielefeld, wir haben Stadtwerke Hagen drin, die Stadt Lüdenscheid, die sich hinter dieser Tochter der Südwestfalen AG verbergen. Also Sie sehen, es ist nicht nur so, dass da große unterwegs waren, sondern viele mittlere und auch kleinere Stadtwerke. Und das ist eigentlich ja das, was ich, deswegen zeigte ich ja diese Linie auf. Wo kommt das Ganze eigentlich her aus den 60er Jahren? Es war der Glaube damals, dass man solche Kugelhaufenreaktoren bauen könnte und dass diese Technik angeblich so sicher sei, Herr Kollege Schulz, dass diese Technik angeblich so sicher sei, dass man in jeder Stadt so einen kleinen Reaktor hinstellen kann. Und das war der Trugschluss dieser Zeit, denn es hat sich ja sehr schnell gezeigt, dass das eben nicht so ist, sondern dass diese Technik ihre ganz eigenen und dramatischen Probleme hat. Und das hat man sowohl in Hamm-Üntrop gesehen, wie auch beim AVR in Jülich, welche Gefahren sich dahinter verbergen. Aber damals, in dieser Zeit, war es eben nicht so. Und ich gebe zu, auch meine eigene Partei, die SPD, hat 1956 ein Atomprogramm aufgelegt und hat das auf dem Parteitag beschlossen. Und die Erkenntnis war bei den Grünen sehr viel früher da, dass dieses keine zukunftsgerichtete Technik ist, aber dann eben auch in den 80er Jahren bei der SPD zum Durchbruch. Ich glaube, diese Technikgläubigkeit war das Problem, was man seinerzeit hatte. Und ich habe, als ich den AVR besucht habe, in Jülich, mir das angeschaut und habe dort eine Festschrift in die Hand bekommen, wo dieser Reaktor dargestellt worden ist. Und da konnten Sie dann nachlesen auf vielen bunten Seiten und mit vielen Bildern, wer das damals alles besucht hat. Da war damals der Bundesminister Stoltenberg da, mit großem Foto in der Festschrift abgebildet. Da war aber auch da der damalige Bundespräsident Heinemann, der das gut fand. Der Schah von Persien konnten Sie auf Fotos sehen, die haben sich das alles angeguckt. Und die Gefahren, die eben in diesen Prototypen lagen, wurden damals nicht in der Form gesehen. Wir haben den großen Störfall 1978 dann gehabt beim AVR in Jülich, wo 30.000 Liter Wasser in den Reaktorkern eingedrungen sind, wo die Temperaturen dramatisch angestiegen sind. Gott sei Dank nicht so, dass es zum Super-GAU gekommen ist, aber wir standen kurz davor. Herr Kollege Vandenberg, der Kollege Schmalenbach möchte Ihnen auch gerne eine Zwischenfrage stellen. Würden Sie ihn auch noch zulassen? Aber immer gerne. Dann machen wir auch das. Herr Kollege Schmalenbach, bitteschön. Ja, vielen Dank, Kollege Vandenberg. Ich lerne immer gerne dazu. Ich mag auch Geschichte. Aber würden Sie mir den Gefallen tun und auch noch was zum Antrag sagen? Ja, sicher. Aber Ihre Zwischenfrage bezog sich ja darauf. Sie bezog sich darauf, wer sind die Gesellschafter? Und das kam, Kollege Schmalenbach, dadurch zustande, dass in den 60er Jahren ein Glaube an diese Technologie bestand und auch sich dort Gesellschafter auf den Weg gemacht haben, wie Stadtwerke, kleinere, mittlere Stadtwerke, die da investiert haben. Und es ist nicht so, als ob gerade die RWEs oder andere dieser Welt das große Geld bewegt hätten, sondern es war der Staat, der das befördert hat, mit enormen Zuschüssen, mit enormen Fördermitteln und diese Technologie dort auf die Beine gestellt hat. Und vielleicht, um mal in die aktuelle Zeit zu kommen, Kollege Schmalenbach, in der Regierungszeit von Herrn Rüttgers gab es hier im Haus noch Fraktionen, die haben geglaubt, dass noch eine Renaissance dieser Technik kommen würde. Ich darf mal zitieren die damalige Wirtschaftsministerin Christa Toben, die hat 2006 am 9. Mai in Berlin verkündet, ich zitiere, wir haben uns nach meiner Überzeugung in einer Kurzschlussreaktion aus der THTR-Technik verabschiedet. Dieser Ausstieg war ein Fehler. Heute wird diese Technik in Südafrika und China angewandt. Herr Schmalenbach, man hat noch geglaubt, man könnte das Ganze noch mal verkaufen, man könnte neue Reaktorentypen nach Südafrika und nach China in die Welt bringen, obwohl man zu dem Zeitpunkt schon die Gefahren wusste. Heute sind wir Gott sei Dank einen Schritt weiter und wir müssen uns der Frage stellen, wie gehen wir eigentlich jetzt damit weiter um? So, und dann glaube ich, ist es falsch, die Feindbilder bedienen zu wollen, die Sie eben bedient haben, und der Kollege Schulz hat das ja ganz explizit
Namen aufgelistet, sondern es sind sehr viel mehr dabei gewesen. Sehr viel mehr Stadtwerke und andere. Und ich glaube, wir werden eben nicht darum herumkommen, bei einem solchen Reaktor, der als Konstruktion für Versuchszwecke angelegt war, auch als Staat diesen Prozess weiter zu begleiten. Es ist eine hochkomplizierte Maßnahme. Wir haben in Hamm-Üntrop die Situation, dass wir erst einmal einen sicheren Einschluss weiter gewährleisten müssen. Dafür dienen die aktuell in Rede stehenden Ergänzungen der Vertragswerke, die Sie auch im Ausschuss hinterfragt haben, wo es ja diverse kleine Anfragen auch zu gibt. Im Jülich ist es sogar so, dass wir ein Stück weit schon im Rückbau sind. Ich habe mir diese Anlage dort angeguckt, aber das Problem natürlich mitnichten gelöst ist, denn dieser Reaktor wird erst einmal in eine Halle geschoben und dort über Jahrzehnte soll er dort abklingen. Das ist eigentlich, macht deutlich, wie kompliziert diese Angelegenheit letztlich ist und wie sehr wir daran arbeiten müssen, dort ein langfristig vernünftiges Konzept an dieser Stelle aufzusetzen. Deswegen, ich glaube, man kann nicht sprechen von einer Landesförderung für Atomkraft, wie Sie das in Ihrem Antrag tun, denn wir haben uns klar von der Atomenergie verabschiedet und diese rot-grüne Landesregierung tut das auch mit Vehemenz. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht die Augen zumachen und sagen, das halten wir alles für schlecht und deswegen haben wir nichts damit zu tun, sondern verantwortliche Politik muss sich jetzt auch darum kümmern, einen Weg gemeinschaftlich aufzuzeigen, wie der sichere Einschluss, der Rückbau und am Schluss auch irgendwann die Entsorgung stattfinden kann. Und deswegen macht das Finanzministerium etwas ganz Vernünftiges, Herr Schulz. Es überprüft, wie sieht unsere rechtliche Position in diesem Zusammenhang auf, dass möglichst wenig Lasten auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler am Ende zukommen. Aber so zu tun, als ob wir alle nichts damit zu tun gehabt hätten in der Politik, da verschließen Sie die Augen. Und vor allen Dingen die Genesungsgeschichte, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass diese Technologie, ich sage das in der Nachbetrachtung, im Nachhinein, wirklich blind einen solchen Stellenwert gewinnen konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Vandenberg, wenn Sie noch einen kurzen Moment bei uns hier vorne verweilen, die Piraten möchten offenbar noch ein bisschen weiter diskutieren. Der Kollege Schmalenbach hat eine Kurzintervention angemeldet und hat dafür natürlich 90 Sekunden Zeit und Sie, wie gewohnt, dann auch noch mal 90 Sekunden, um gegebenenfalls zu erwidern. Bitte schön, Herr Kollege Schmalenbach. Ja, abermals vielen Dank, Herr Vandenberg, für die Geschichtsstunde. Mich freut es immer, wie gesagt, was dazuzulernen, aber ich glaube, wir haben da an der Stelle ein Verständnisproblem. Sie reden die ganze Zeit von Feindbildern. Und die einzige Frage, die für uns aber hier im Raum steht, wir haben eine massive Subventionierung von Atomenergie in den letzten 50 Jahren hingenommen. Jetzt haben wir ein Ding, das gefailt ist. Und die Frage, die wir hier aufwerfen, ist tatsächlich einzig und allein, ist dafür der Bürger auch heranzuziehen, das zu finanzieren, oder sind es tatsächlich die Unternehmen, die es gestartet haben? Herr Schmalenbach, es ist beides. Einerseits müssen wir versuchen, die Unternehmen, die wir noch greifen können, natürlich in die Mitverantwortung an der Stelle zu nehmen. Und das passiert in Form des gesellschaftlichen Vertragswerks, was dort im Augenblick in Rede ist, und der Ergänzungen, ganz klar. Gesellschafter, die ausgeschieden sind, weiß ich nicht, Herr Schmalenbach, wie Sie denen noch habhaft werden sollen. Ich nehme mal ein Beispiel, die Stadtwerke Bremen. Als das Ding gebaut wurde und die ersten Probleme in Hamm-Üntrop auftraten, hatten die Stadtwerke Bremen einen Anteil von 5%. Den haben die dann für eine D-Mark symbolisch weiterverkauft an die VEW. Glauben Sie, dass Sie den noch irgendwie gesellschaftlich habhaft werden können? Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn man sich dem Thema realistisch nähert, dann wird es weiter eine staatliche Verantwortung auch geben, weil sie einerseits durch die Gesellschaftsanteile bedingt ist, aber auch, weil wir damals natürlich massivst, nicht wir in Person, weder Sie noch ich, aber die Politik und die damals Verantwortlichen, das Land, der Bund, diese Technologie auch mit auf die Strecke geschickt haben. Das war ein Fehler und wir müssen ein Stück weit wahrscheinlich auch für diese Probleme und auch die finanziellen Folgen mit gerade stehen. Das gehört zur Redlichkeit von Politik, glaube ich, dazu. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Kufen. Ja, doch, natürlich. Ja, schiebe ich noch nach, Herr Kollege Kufen. Das wäre mir ja total peinlich eigentlich. Herr wunderbarer Präsident, meine Damen und Herren. Ich habe wahrscheinlich ähnliche Frage gestellt wie der Kollege Vandenberg. Wie kann ich zu diesem Sachverhalt 5 Minuten reden?
Er hat sich sozusagen dadurch ein bisschen Zeit überbrückt, indem er das Gästebuch vorgelesen hat, wer alles da war. Die Möglichkeit habe ich jetzt nicht mehr, weil das würde sozusagen nur noch die Redezeit verlängern, aber in der Sache nicht zusätzlich beitragen. Ich glaube, der Sachverhalt ist relativ simpel. Die Fraktion der Piraten müssen sich ja gelegentlich vorhalten lassen, mit ihrem Antrag zu früh, zu spät, zum falschen Zeitpunkt zu kommen. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Sachverhalt jetzt auch wieder. Es wäre durchaus spannend gewesen, da auch im Rahmen der Haushaltsberatung zu diskutieren. Aber wir haben ja festgestellt, auch aus der Debatte hier, es gibt erheblichen Frage- und Nachfragebedarf. Haben Sie ja hier demonstriert. Wir haben ja auch 3 kleine Anfragen schon zu dem Thema gehabt. Wir haben auch 3 kleine Anfragen schon im Bundestag zu dem Sachverhalt gehabt. Insgesamt kommen Sie heute mit einem Zitat aus dem Koalitionsvertrag daher. Das mag ja vielleicht als Oppositionsstrategie gewitzt wirken wollen. Der Sache gerecht wird es nicht. Es gibt entsprechende Vertragsverhandlungen, die sind weitestgehend abgeschlossen, zumindest was die Eckpunkte angeht, sind abgeschlossen dahingehend. Die Lastenverteilung ist eindeutig. Insofern ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und wer glaubt, man könne mit Beschluss Ihres Antrags sozusagen sich einseitig an einer Stelle aus der Verantwortung stehlen, wird auch dem Sachverhalt nicht gerecht. Herr Kollege, und deshalb, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, der Herr Schmalenbach würde auch Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, er hat, glaube ich, alle Fragen schon gestellt, die er auf dem Zettel hatte. Ich würde jetzt zum Ende kommen. Insofern glaube ich, dass Sie dem Sachverhalt nicht gerecht werden mit der Antragstellung. Vielleicht wollen Sie dem auch gar nicht. Ich habe es ja verstanden. Wir sollen den Antrag am Ende gar nicht so ernst nehmen. Ihr geht es darum, irgendwie mit dem Zitronensaft irgendwie nochmal in den Koalitionswunden, die Sie ausgemacht haben wollen, zu reiben. Ich glaube, nur dem Sachverhalt insgesamt wird das nicht gerecht. Wir stehen in der Verantwortung. Wir haben trilaterale Verträge. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle auch dort gute Vertragspartner sein sollten und nicht hinter dem zurückfallen können, was verabredet ist. Insofern werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Herr Kollege Kufen, laufen Sie nicht ganz so schnell weg. Die Zwischenfrage wollen Sie nicht oder wollten Sie nicht. Die Kurzintervention müssen Sie. 90 Sekunden hat der Kollege Schmalenbach dann für die Kurzintervention und Sie demzufolge danach auch noch. Ja, vielen Dank für das Instrument der Kurzintervention. Da kann ich meine Frage doch noch stellen. Herr Kufen, Sie haben gerade darauf referenziert, dass wir uns nur eine Zeile aus dem Koalitionsvertrag gepackt haben, um anhand derer zu argumentieren. Und ich möchte Ihnen die Frage stellen, ob Sie der Meinung sind, dass Dinge, die im Koalitionsvertrag verschriftlicht sind, von einer der entsprechenden Regierungen umgesetzt werden sollten oder nicht? Also, Herr Kollege Schmal, ich habe ja verstanden, die Piraten suchen ein neues Geschäftsmodell für den politischen Wettbewerb. Offensichtlich müssen Sie jetzt die Rolle wahrnehmen als Lord-Siegel-Bewahrer des Koalitionsvertrages von Rot und Grün. Wenn das Ihr Geschäftsmodell ist, dieses Feld überlassen wir Ihnen gerne. Und die Kollegen sind dankbar für jede Erinnerung, was sie alles noch umsetzen sollen. Vielen Dank. Fragen beantworten gehört nicht zur Stärke. Hey. Vielen Dank, Herr Kollege Kufen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Markert. Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dietmar Schulz, um das mit der Frage, wie viele Leute gerade zu welchem Thema da sind. Also meine Kolleginnen und Kollegen haben die Anti-Atom-Haltung auf ihre politische Festplatte fest eingebrannt und im Übrigen sitzen die alle am Stream und verfolgen diese Debatte. Wir Grünen waren nämlich schon gegen Atomkraft, da haben eure Eltern noch Frogger auf dem Commodore 64 gespielt. Also ganz entspannt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, stellen Sie sich doch mal folgende Szene vor. Wir würden hier jetzt heute über den Rückbau eines virtuellen Schiffsfriedhofs beraten. Würden Sie dann auch beantragen, Zitat, Landesförderung von Schiffsbetrieben einstellen? Nun, genau das tun Sie hier. Sie legen einen Antrag vor, indem Sie in Feststellung und Beschluss einfach unseren Koalitionsvertrag zitieren, in der Überschrift eine, Zitat, Landesförderung von Atomkraftwerken behaupten und am Schluss fordern, das Land dürfe dafür, Zitat, keine neuen Zahlungsverpflichtungen eingehen. Mit Verlaub, das ist unsinnig, bei jeder Sachkenntnis und für die Bürgerinnen und Bürger, für die Sie hier fortwährend Transparenz einfordern, mehr als
irreführend. Worum geht es also in Wahrheit? Oder bei der Wahrheit, wie Sie es in Ihren Parteikreisen ja gelegentlich sagen, in der realen Kohlenstoffwelt jenseits des Internets? Es geht, und darauf hat der Kollege Vandenberg eben schon hingewiesen, um den sicheren Einschluss und die Restabwicklung der Atomruine Hamm-Üntrop. Übrigens, um das noch nachzutragen, genau dieser Standort war der Ort, an dem ich als Jugendlicher das erste Mal zu einer Demo gelaufen bin gegen Atomkraft. Also insofern auch das rührt mich ähnlich wie den Kollegen Vandenberg hier tief an. Wenn Sie sich denn sachkundig gemacht hätten und zudem auch die Antwort der Landesregierung auf Ihre Kleine Anfrage vom November diesen Jahres sorgfältig gelesen hätten, dann würden Sie wissen, 1989 wurde Hamm-Üntrop stillgelegt. Seit 1997 befindet sich der Reaktor im sicheren Einschluss. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen kann mit dem Rückbau, Minister wird ja gleich noch dazu was sagen können, erst nach dem Jahr 2022 begonnen werden. Eine Entscheidung über die Finanzierung des Rückbaus muss deshalb auch noch nicht abschließend heute getroffen werden. Es gibt seit 1989 einen Rahmenvertrag und seitdem auch entsprechende Ergänzungsvereinbarungen zwischen dem Bund, dem Land und den Gesellschaftern des Betreibers, in dem die anteilige Aufteilung der Kosten von sicherem Einschluss und auch die Endlagervorausleistungen geregelt sind. Die Betreiber waren übrigens gesetzlich verpflichtet, hierfür entsprechende Rücklagen zu bilden. Dies ist erfolgt und das Heranziehen dieser Rücklagen war auch ein zentrales Anliegen des Landes bei den Verhandlungen zum entsprechenden Rahmenvertrag von 1989. Herr Kollege Markert, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Lammler würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Der geschätzte Neusser Kollege Lammler wird sich leider gedulden müssen. Das war der andere Neusser Kollege. Ich würde vorschlagen, dass Kollege Dietmar Schulz dann hinterher eine Zwischenintervention hier nachschieben kann und ich jetzt im Zusammenhang vortragen kann, weil ich weiß, dass andere Kolleginnen aus anderen Fraktionen heute Abend auch eine Weihnachtsfeier haben und vielleicht wollte man darüber dann ja jetzt nicht hier zu lange sprechen. Vielen Dank, Herr Kollege Markert. Ich verstehe das als Nein. Ja, genau. Politisch ist unsere Bewertung insofern eindeutig, die Atomenergie insgesamt, aber auch erst recht die Hochtemperatur-Kugelhaufen-Reaktortechnologie von Jülich und Hamm-Üntrop waren schwerwiegende Fehlentscheidungen sowohl von der damaligen Wirtschaft und Wissenschaft, aber eben auch von der damaligen Politik. Sie dürfen nicht vergessen, Hamm-Üntrop war von der damaligen Politik gewollt, gefördert und mitfinanziert. Wir Grünen haben diese Technologie nie gewollt. Wir sind als Chaoten verschrien worden, als wir dagegen protestiert haben. Und nun, Sie wissen, sieht die Sache nach Tschernobyl und Fukushima vollständig anders aus. Und obwohl wir für diese Technologie nicht verantwortlich sind, stehen wir zu unserer Verantwortung ihrer möglichst sicheren und schnellen Abwicklung. Und darum halten wir es aufgrund der historischen Verantwortung auch des Landes für diese Technologie für richtig, Mittel für den Rückbau, und zwar ausschließlich für den Rückbau, zur Verfügung zu stellen. Auch wenn man eine Technologie abgelehnt hat, kann man sich einer sicheren und verträglichen Entsorgung doch nicht allen Ernstes verweigern. Das ist halt die Ironie der Geschichte. Damals waren wir unseriös oder wurden als so hingestellt, weil wir uns gegen diese Technologie gestellt haben. Heute ließe sich eine Menge begründeter Fragen stellen, wo denn eigentlich die Seriosität tatsächlich verortet war. Die öffentliche Hand hat eine Menge Geld in die Atomenergie und leider auch in Hamm-Üntrop gesteckt. Nun muss sie aber eben auch die Konsequenzen ihres Tuns und Unterlassens vollständig tragen, so wie wir es auch von selbstbestimmten Bürgerinnen und Bürgern erwarten. Dass wir dabei als Landesregierung sehr genau darauf achten werden, dass die Betreibergesellschafter weiterhin entsprechend den Vereinbarungen und ihrer Verantwortung an den Kosten beteiligt werden, versteht sich von selbst. Und dies haben wir auch bei den jüngsten Gesprächen getan. Und seien Sie sich sicher, lieber Dietmar Schulz,
Wir werden am Ausstiegskonzept weiterarbeiten, auch und gerade hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben erste Erfolge gerade letzte Woche beim GNS-Standort in Duisburg mit den Betreibern zusammen erzielt. Und so werden wir den Koalitionsvertrag gemeinsam Rot-Grün bis 2017 auch in Fragen der Atomtechnologie und ihrer Abwicklung entsprechend fortsetzen. Wir lehnen den Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Markert. Bleiben Sie gleich. Sie waren ja so freundlich, Herrn Kollegen Schulz, auf die Möglichkeiten der Geschäftsordnung hinzuweisen. Sie haben das Wort dann. Ja, jetzt sitzt er wieder an seinem richtigen Platz. Ja, Sie müssen sich nur bitte eindrücken, dann haben Sie sofort das Mikro frei für die Kurzintervention. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Hans-Christian Markert, das wollen wir doch schwer hoffen, dass die Koalition sich an den Vertrag hält und selbstverständlich auch daran hält, dass die Atomkraftwerksbetreiber von Herrn Üntrop entsprechend ihrer Eigentümerstellung in die Pflicht genommen werden. Sie sagten vorhin, es gebe Verträge, insbesondere einen Rahmenvertrag und mehrere folgende Ergänzungsvereinbarungen, aus denen sich die Zahlungsverpflichtung des Landes Nordrhein-Westfalen ergebe, insbesondere bezüglich der Kosten des sicheren Einschlusses und der Endlagervorausleistungen. Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Mir persönlich sind derartige Zahlungsverpflichtungen aus Einblick in die Verträge nicht bekannt. Ich frage deshalb, warum es darüber hinaus noch einer im Haushalt 2014 erwähnten zusätzlichen Vereinbarung bedürfte, wenn denn das alles schon aus den vorangegangenen Vereinbarungen ablesbar sei und bereits verbindlich und verpflichtend sei. Würden Sie es also mit anderen Worten für erforderlich und zwingend geboten wie rechtlich geboten halten, derartige Zahlungsverpflichtungen in der Zukunft einzugehen? Also lieber Dietmar Schulz, ich habe vorhin von den Rücklagen gesprochen, die Atomkraftwerksbetreiber sozusagen schaffen mussten, um am Ende dann auch diese Technologie abzuwickeln. Es ist aber eine sehr irrige Annahme in der Politik zu glauben, dass wenn etwas so Gefährliches wie die Atomtechnologie hinterher darum nicht abgewickelt werden könnte, weil es eben sich herausstellt, dass die Rücklagen nicht ausreichen würden. Und dann hat der Staat natürlich, ein gemeinwohlorientierter Staat, hat dann auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit auch in der Nachbarschaft einer solchen Anlage leben können und eben die Entsorgung rechtssicher funktionieren kann. Das ist jedenfalls meine Auffassung von Politik und meine Auffassung von einem funktionierenden Rechtsstaat. Im Übrigen nochmal, es handelt sich hier um eine Technologie, die bis in die 80er Jahre von früheren Landesregierungen als eine sinnvolle Technologie erachtet worden ist. Und wenn der Staat wissenschaftlich begleitet eine bestimmte Technologie entwickelt hat, wie die Kugelhaufen-Reaktortechnologie, die dann auch ins Ausland verkauft wurde, dann halte ich das für eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat dieser Verantwortung seines Meinungswandels sich auch stellt. Das kommt eben noch hier an dieser Stelle erschwerend hinzu. Und deswegen können wir diesen Antrag an dieser Stelle auch nur ablehnen. Wir werden aber in unserem Bestreben, eine Technologie, die wir für politisch nicht verantwortbar halten, weil sie technisch nicht beherrschbar ist, zu bekämpfen, auch weiter festhalten. Da können die Piraten ganz entspannt ins Weihnachtsfest gehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Markert. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Witzel. Nun, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten Wochen und Monaten ist ja intensiv schon über das Thema THTR Hamm-Üntrop gesprochen worden. Die meisten Informationen haben uns in der Form vertraulicher schriftlicher Vorlagen erreicht oder sind auch Gegenstand vertiefender Erörterungen in vertraulichen Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses gewesen. Bitte deshalb um Verständnis, dass hier längst nicht alles von dem, was Debattenstand gewesen ist, hier heute öffentlich bei einer Plenarsitzung auch beleuchtet werden kann. Die Einstufung hat die Landesregierung vorgenommen. Da können wir als Opposition entsprechend nicht zu. Gleichwohl haben wir die Regelungen einzuhalten, die auch hier für die Vertraulichkeitseinschätzung gelten und werden das unsererseits als FDP-Landtagsfraktion auch akzeptieren.
bekannt ist. In Hamm-Üntrop steht ein alter Reaktor und dessen Rückbau wird in der nächsten Zeit noch einiges an Kosten verursachen. Wie hoch diese Kosten dann im Detail sind und wer sie letztlich in welchem Anteil genau trägt, ist für den weiteren Prozess noch unklar. Für die Rückabwicklung organisatorisch zuständig ist die Hochtemperatur-Kernkraftwerksgesellschaft HKG. Da die in der letzten Ergänzungsvereinbarung getroffenen Finanzierungsregelungen bereits zum Ende des Jahres 2009 ausgelaufen sind, beschäftigt sich eben seit Mitte des Jahres 2008 eine Arbeitsgruppe des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Vertretern des Bundes und der Gesellschafter der HKG mit der Erarbeitung einer Finanzierungsregelung für den Zeitraum 2010 bis 2022. Wir rechnen damit, dass die Beteiligten in Kürze ein Einvernehmen über den Abschluss dieser Vereinbarung erzielen werden, da sich offenbar in letzter Zeit die Standpunkte der Gesprächspartner weitgehend angenähert haben und die Zeit für eine dauerhafte Lösung auch zugleich drängt. Mit dieser neu zu treffenden Vereinbarung wird der Ausbau kerntechnischer Anlagen natürlich nicht gefördert, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, jetzt den Prozess des Rückbaus und der Entsorgung bestmöglich zu organisieren. Deshalb ist eine pragmatische Herangehensweise angezeigt. Völlig egal, wie unterschiedlich auch immer im Detail die energiepolitischen Vorstellungen der einzelnen Fraktionen hier im Haus aussehen mögen, es sollte alle Landtagsfraktionen ein gemeinsames Ziel einen, nämlich im Landesinteresse Nordrhein-Westfalens innerhalb der gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen die bestmögliche und vermögensschonendste Lösung zu finden, um Altverpflichtungen zu erfüllen. Ein geordneter Rückbau und eine risikoarme Abwicklung muss im Interesse aller Beteiligten auch hier seitens des Hohen Hauses liegen. Das Land muss seinen Verantwortlichkeiten nun nachkommen. Und wenn man sich den Antrag der Fraktion der Piraten anschaut, der besteht im Wesentlichen ja aus der nahezu wörtlichen Wiedergabe des rot-grünen Koalitionsvertrages, nicht? Wenn Sie, wo dort steht, der Rückbau der Atomruinen AVR Jülich und THTR Hamm-Üntrop wird noch Jahrzehnte dauern und insgesamt Milliarden Euro kosten, insbesondere im Hinblick auf die ungeklärte Finanzierung des Rückbaus des THTR, werden wir die früheren Betreiber bzw. Rechtsnachfolger und Eigentümer in die finanzielle Verantwortung nehmen. Das haben Sie abgeschrieben aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag und einen Satz drangehängt. Das Land geht keine neuen Zahlungsverpflichtungen ein. Ich stelle mir die Frage, ob das realistisch ist, das hier so zu verabschieden. Ich hatte nicht den Eindruck aus den bisherigen Erörterungen im Haushalts- und Finanzausschuss, dass sich jetzt irgendwer von Seiten der Landesregierung danach drängt, möglichst freiwillig über den Verpflichtungsumfang hinaus mehr Steuergeld in die Hand zu nehmen und Leistungen noch zu erbringen, für die es nicht auch rechtliche und bestehende Verpflichtungen soweit geben würde. Und deshalb denke ich, ist das auch im Kern zutreffend, was auch meine Vorredner festgestellt haben. Es geht hier beim THTR Hamm-Üntrop bei diesem Antrag jedenfalls nicht um die Frage eines energiepolitischen Bekenntnisses, sondern es geht schlichtweg darum, bestehende rechtliche und faktische Verpflichtungen auch jetzt hier zu regeln und dafür Lösungen zu finden und das auch in der Verantwortung verschiedener Landesregierungen aus der letzten Zeit. Insofern haben wir Zweifel, ob das, was Sie in Ihrem Antrag fordern, so realistisch ist für die Zukunft, das auszuschließen, was sich soweit noch stellen wird. Wir setzen darauf, dass die Verhandlungsführer bestmögliche Interessen auch im Sinne, bestmögliche Interessen im Sinne der Landesergebnisse entsprechend erzielen und darf deshalb abschließend sagen, niemand wird Zweifel daran haben, dass die FDP-Landtagsfraktion ihren Kontrollauftrag auch in der Haushalts- und Finanzpolitik in der Opposition entsprechend auch ernst nimmt. Was dieses konkrete Vorhaben angeht, THTR Hamm-Üntrop, kann ich nicht erkennen, dass man dem Finanzminister und der Landesregierung etwas vorwerfen könnte, was hier zu kritisieren wäre. Deshalb werden wir das an dieser Stelle auch nicht tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dr. Walter Borjans.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also ich hatte mittlerweile das Vergnügen, an mehreren Verhandlungen zu Koalitionsverträgen beteiligt gewesen zu sein. Und eines kann ich Ihnen sagen, Herr Schulz, in keiner dieser Verhandlungen stand jemals zur Debatte, dass man beschließen wollte, Verträge in Zukunft nicht einzuhalten. Das steht nicht in dem, der jetzt in Berlin geschlossen worden ist. Das steht in keinem der beiden Verträge, die wir hier geschlossen haben. Und an denen ich indirekt davor beteiligt war, in denen hat es auch nie gestanden. Und deshalb ist das, was Sie hier vorführen, schon in mehrfacher Hinsicht nicht unbedingt ein Feindbild, aber es ist ein Zerrbild. Wenn man sich mal anguckt, das eine ist, Sie wollen jetzt sagen, wir halten den Koalitionsvertrag nicht ein. Das ist Unsinn. Und erst recht, wenn Sie sagen, das Land soll zukünftig keine neuen Zahlungsverpflichtungen eingehen, dann muss ich Ihnen sagen, das, was wir hier eingehen, ist eine Fortsetzung dessen, was an Zahlungsverpflichtungen eingegangen worden ist. Das ist das eine. Das zweite, wenn man sich den Titel Ihres Antrags anguckt, die Landesförderung von Atomkraftwerken einstellen, dann wollen Sie damit der Öffentlichkeit doch sagen, diese Landesregierung will künftig Atomkraftwerke fördern. Das ist doch barer Unsinn. So, und jetzt müssen wir uns mal angucken, worüber reden wir eigentlich. Wir reden darüber, und jetzt könnte ich die Geschichtsstunde noch vervollständigen, dass auch ich, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, in seiner Sextanerzeit noch davon geträumt hat, dass wir im Jahr 2000 mal mit atomgetriebenen Autos in der Gegend rumfahren. Und ein bisschen so war das auch noch Mitte der 80er und Ende der 70er Jahre, als damals eine Atomkrafttechnologie auf den Weg gebracht worden ist, die sogar schon für die damaligen Verhältnisse den Aspekt der Sicherheit in der damaligen Einschätzung extrem hochgeschrieben hat. So, dann hat das Ganze 10 Jahre gedauert, bis dieses Atomkraftwerk überhaupt fertig wurde. In der Zwischenzeit hatten wir Tschernobyl. Und 88 hat es dann nochmal mit extrem höherer Sensibilität eine Prüfung gegeben. Es hat dazu geführt, dass dieses Atomkraftwerk nur kurz am Netz war und dann eingemottet worden ist. Und seither reden wir hier nicht über die Kraftwerksförderung, sondern wir reden über eine Abwicklung. Es ist ein Rahmenvertrag 1989 abgeschlossen worden. Man muss sich das auch mal überlegen. Damals hat in der damaligen Meinung, wir wissen heute, dass es falsch war, aber in der damaligen Meinung die öffentliche Hand, vorwiegend der Bund, nur zum Teil das Land, 1,5 Milliarden Euro investiert, um diese Technologie nach vorne zu bringen. Herr Minister, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Schulz würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich würde das gerne erstmal einfach zu Ende bringen und dann gucken wir weiter. Ich will jetzt nur noch mal sagen, also wir wickeln jetzt ab. Wir haben einen Rahmenvertrag geschlossen. In diesem Rahmenvertrag haben sich Bund, Land und die Betreiber verpflichtet, die Folgen zu finanzieren. Und zu diesem Rahmenvertrag hat es zweimal eine Fortschreibung gegeben. Die zweite lief aus im Jahr 2009 und es hätte da schon eine dritte geben müssen. Und deswegen gab es auch den Vertrag, der jetzt noch auf dem Tisch liegt, im Wesentlichen so, wie er jetzt auf dem Tisch liegt, sogar schon im Jahr 2008. Und damals war es die Betreiberseite, und zwar die kleineren in der Gruppe, die gesagt haben, wir wollen noch mal gucken, ob wir nicht aus dem Fehler, den wir da in den 70ern und dann in den 80er Jahren gemacht haben, irgendwie rauskommen können. Wir haben lange hin und her verhandelt. Es hat dann Vereinbarungen unter den Betreiber mit ihren jeweiligen Anteilen und Größenordnungen gegeben. Und am Ende haben dann die Betreiber, die kleinen Betreiber, eingesehen, dass sie eben mit im Boot sitzen bei dem, was sie ursprünglich auch mal mit veranlasst haben. Und dann waren wir wieder so weit, dass wir diesen Vertrag hätten verlängern können, haben dann extra gesagt, wir machen das jetzt nicht bis zum Jahr 2019, also wieder 10 Jahre, sondern weil jetzt so lange auch schon Verzögerung da ist, dann auch bis zum Jahr 2022. Auch deshalb, weil die Rücklagen noch ausreichten, die Zwischenfinanzierung vorzunehmen. Und dann kam im vergangenen Jahr der Bund und hat Zweifel angemeldet und hat gesagt, wir würden auch gerne noch mal gucken, weil alle natürlich ungern an die Folgen ihrer Entscheidungen von vor Jahrzehnten erinnert werden. Und wollte noch mal prüfen lassen, ob er denn weiterhin in der Verpflichtung ist, in der er war. Und auch dieses Prüfungsergebnis hat zum Ergebnis gehabt, dass der Bund gekommen ist und hat gesagt, ja, wir beteiligen uns weiter in der Größenordnung. Das wiederum, das finde ich, ist auch meine Verpflichtung, hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wenn der Bund überprüfen lässt und der Bund
kleinlaut zurückkommt und sagt, unsere Prüfung hat dazu geführt, dass wir besser nicht an diesem Vertrag rütteln sollten, dann ist das vielleicht ein Zeichen zu sagen, dann gucken wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Und genau das tun wir gerade. Deswegen geht es hier überhaupt nicht darum, leichtfertig etwa finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Diese Prüfung läuft, und weil diese Prüfung kurz vor dem Abschluss steht, werden wir auch diese Mittel vorhalten müssen, damit dann, wenn dieser Vertrag in eine dritte Verlängerung geht, dieser Vertrag auch finanziert werden kann. Und deswegen ist im Übrigen, daran sieht man auch, mit welcher heißen Nadel Sie Ihren Antrag gestrickt haben, ja gar keine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2014 im Haushalt, sondern die steht 2013 drin. Sie steht da drin, weil jetzt in den nächsten Jahren dann die nächsten Teilbeträge bezahlt werden müssen. Daran halten wir uns nach kritischster Überprüfung. Und nur dann, wenn klar ist, das Land muss sich auch weiterhin beteiligen. Und ich glaube, das ist alles andere als eine Förderung der Atomkraft in der Zukunft. Das ist der verantwortungsbewusste Umgang mit dem, was man unter ganz anderen Rahmenbedingungen damals für einen richtigen Weg gehalten hat und von dem wir heute wissen, wir müssen ihn zu Ende führen. Und wir müssen das verantwortungsbewusst für die tun, die dann auch damit in der Zukunft noch zu arbeiten haben. Nichts anderes machen wir. Und deswegen ist ein solcher Antrag alles andere als hilfreich. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie bitte gleich am Redepult, denn die Ablehnung der Zwischenfrage hat natürlich die Kurzintervention zur Folge. Herr Kollege Schulz, und Sie drücken sich bitte wieder ein. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr verehrter Herr Finanzminister, Sie hatten den Neudruck offenbar nicht auf dem Tisch liegen, der einen Übertragungsfehler korrigierte, nämlich selbstverständlich ist die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 32,2 Millionen Euro im Haushalt 2013 gewesen und sie wirkt nicht fort. Gleichwohl sagten Sie in Ihren Ausführungen eben, dass Verträge, ältere Verträge, fortgeschrieben werden sollen in Zukunft und Sie sich noch in einem Prüfungsverfahren befinden. Es gehe insbesondere bei der hier in Rede stehenden Zahlung um Altverpflichtungen, die eben nur fortgeführt werden. Es stellt sich natürlich für mich in dem Zusammenhang als Jurist die Frage, warum muss es neue Verträge geben, die in der Prüfung zudem auch noch bestehen, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, es gibt diese Verpflichtung, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Verpflichtung ist existent oder sie ist nicht existent. Wenn sie existent ist, dann gibt es viele Vereinbarungen in der vorangegangenen Zeit, die auf diese möglicherweise ursprüngliche Verpflichtung rekurrieren und dann nicht immer wieder neu geprüft werden müssten. Das ist ja nun einmal durch mehrere Legislaturperioden und durch mehrere Regierungslager gegangen. Dementsprechend ist es die Frage, und da bezieht sich der Antrag darauf, dass es eben keine neuen Zahlungsverpflichtungen gibt, die das Land Nordrhein-Westfalen eingehen soll. Und so viel hier auch gesprochen worden ist, wie toll das ist mit den Atomkraft, wie toll das ist mit der Technologie, geht es auch insgesamt darum, dass der Koalitionsvertrag in der Tat den Rückbau betrifft und nicht die Zukunftsförderung. Vielen Dank, Herr Minister, bitte. Es handelt sich um die Fortschreibung eines Vertrags, der 1989 abgeschlossen worden ist und in dem 1989 die Vertragsbeteiligten ihre Pflichten eingegangen sind. Worum es geht, ist, dass dieser Vertrag immer in 10er-Schritten, in 10-Jahres-Schritten verlängert worden ist, beziehungsweise ausgefüllt worden. Es geht ja nicht um einen Anschlussvertrag, sondern es geht um Ergänzungsvereinbarungen zu diesem Vertrag, um für diesen 10-Jahres-Zeitraum die erwarteten Zahlungen abzubilden. Darum geht es, weil wir zum Beispiel jetzt wissen, dass vor Ablauf des Jahres 2022 kein Rückbau erfolgen wird, müssen auch keine Mittel für diesen Rückbau etatisiert werden. Und deswegen sieht diese Ergänzungsvereinbarung so aus, wie sie aussieht, nämlich es geht um den Betrieb des sicheren Einschlusses. So, das wird möglicherweise dann mit der nächsten 10-Jahres-Periode sich ein Stück anders darstellen. Aber es basiert alles auf dem Rahmenvertrag des Jahres 1989. Und insofern kann jeder natürlich rechtlich überprüfen lassen, und das tun wir ja auch und haben andere auch getan, inwieweit man an diesen Vertrag gebunden ist. Und damit werden wir auch dem Koalitionsvertrag gerecht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass dieser Vertrag dann auch bestätigt wird. Und wenn er bestätigt wird, besteht auch die Verpflichtung. Und dann müssen auch dafür die Mittel da sein. Vielen Dank, Herr Minister. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegen nicht vor. Das bleibt auch so. Dann
schließe ich hier die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 3 und wir kommen zur Abstimmung. Wie Sie alle zwischenzeitlich wissen, hat die Fraktion der Piraten gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung zu dem Antrag Drucksachennummer 4592 zweiter Neudruck beantragt. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei Namensaufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Ich bitte nun Herrn Kollegen Kern, mit dem Namensaufruf zu beginnen. So, okay. Alles klar. Ja, wie Ihnen bekannt ist, ist die Akustik hier oben im Sitzungsvorstand nur mäßig. Um die Sache so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, würde ich Sie daher bitten, Ihr Votum sehr deutlich zu mir herüberzurufen. Das wäre sehr freundlich. Dann fange ich an mit dem Kollegen Abel. Herr Abuzat. Hervorragend. Herr Dr. Adelmann. Herr Alder. Herr Alder? Frau Altenkamp? Frau Andres? Frau Asch? Herr Bass? Bass. Herr Bayer? Herr Andreas Becker ist entschuldigt. Herr Becker-Horst? Frau Beer? Frau Dr. Beisheim. Herr Bell. Frau Benninghaus ist entschuldigt. Herr Vandenberg. Herr Dr. Berger. Herr Dr. Berger. Herr Bergham. Herr Dr. Bergmann. Herr Boy. Herr Bialas. Herr Biesenbach. Frau Birkham. Herr Bischof. Frau Blask. Herr Börner. Herr Börschel. Freifrau von Böselager. Herr Bolte. Herr Bombis. Herr Bombis. Herr Professor Dr. Bovermann, Frau Brandt, Frau Brems, Herr Breuer, Herr Brockes, Frau Dr. Bunse, Herr Burkhardt, Herr Busen, Herr Dahm, Herr Deppe, Frau van Dinter, Frau Dmoch-Schmehren, Frau Doppmeier, Herr Dr. Droste, Herr Dudas, Frau Düker, Herr Düngel, Herr Eiskirch, Herr Ellerbrock, Herr Ellerbrock, Herr Engsfeld, Frau Fasse, Herr Fehring, Herr Feuß, Herr Fortmeier, Frau Freimuth, Herr Fricke, Herr Ganske, Herr Gabrecht, Herr Gabrecht? Herr Gatter, Frau Gebauer, Frau Gebhardt, Frau Gebhardt, danke, Herr Geier, Frau Gödicke, Herr Goldmann, Herr Golland, Frau Grochowiak-Schmieding, Grochowiak-Schmieding. Irgendwann lerne ich es. Herr Große-Böhmer.
Herr von Grünberg. Herr Grunendahl. Frau Güler. Herr Hart. Geht doch. Herr Dr. Hachen. Frau Hack. Frau Hack? Ich höre nichts. Herr Hack? Nein? Okay. War hier nicht zu hören. Oder ich habe es nicht gehört. Herr Hafke. Herr Hahnen. Frau Hammelrath Gabriele. Frau Hammelrath Helene. Frau Hanses. Herr Hausmann. Herr Hegemann. Herr Heinrichs. Frau Hendricks. Herr Herrmann. Herr Hertha. Herr Hilser. Herr Höhne, ist entschuldigt. Ist entschuldigt. Herr Hovenjürgen. Frau Hove. Herr Hübner. Herr Jäger. Herr Jahl. Frau Jansen. Herr Jörg. Herr Jostmeier. Herr Jung. Herr Kämmerling. Herr Kaiser. Herr Kamit. Herr Kerkhoff. Kern Nikolaus, ja. Kern Walter. Herr Keimis. Frau Kieninger. Herr Glocke. Frau Klöpper. Herr Körfges. Frau Kopp-Herr. Frau Korte. Herr Kusitzki. Frau Kraft. Herr Kramer. Herr Krick. Herr Krückel. Herr Krüger. Herr Kruse. Herr Kufen. Herr Cooper. Herr Kutschaty. Herr Lammler. Herr Laschet. Herr Laumann. Herr Lienkämper. Herr Lindner. Herr Lindner, nicht da. Herr Löcker. Herr Lohn. No, nein? Nein, okay. Frau Lück. Frau Lüders. Herr Lürbke. Frau Lux. Frau Maaßen. Herr Melzer. Herr Markert. Herr Marquardt. Herr Marsching. Herr Meesters. Frau Mittendorf. Frau Milz. Herr Möbius. Herr Moritz. Herr Mustafizade. Herr Müller-Hans-Peter, entschuldigt. Herr Müller-Holger. Frau Müller-Witt. Herr Münchhoff. Münchhoff. Herr Münstermann. Herr Nettekofen. Herr Nettelstroth. Herr Neumann. Herr Nückel. Herr Olejak. Herr Dr. Obtendrenk. Herr Ortgies. Herr Dr. Ort. Herr Dr. Ort? Nicht da. Herr Ott. Herr Dr. Papke. Herr Dr. Paul. Joachim. Ja. Frau Paul-Josephine. Frau Philipp. Frau Pieper.
Herr Post. Herr Post. Er ist entschuldigt. Herr Preuß. Frau Preuß-Buchholz. Herr Priggen. Herr Rahe. Herr Rasche. Herr Rehbaum. Herr Römer. Herr Rohwedder. Herr Rüße. Frau Ruhkämper. Frau Ruhkämper? Nicht da. Frau Rydlewski. Frau Schäfer-Ute. Frau Schäfer-Verena. Frau Scharrenbach. Herr Schatz. Herr Schäffler. Herr Schemmer. Herr Schick. Herr Schittges. Herr Schlömer ist entschuldigt. Herr Schmalenbach. Herr Schmelzer. Herr Schmitz-Hendrik. Frau Schmitz-Ingola Stefanie. Frau Schneckenburger. Herr Schneider-Guntram. Herr Schneider-René. Frau Schneider-Susanne. Herr Schultheiß. Herr Schulz. Frau Schulze. Frau Schulze-Vöcking. Herr Schwert. Herr Seel. Frau Dr. Seidel. Frau Dr. Seidel? Nein. Herr Siebicke. Nein. Herr Sommer. Ja. Frau Spanier-Oppermann. Herr Spieker. Herr Dr. Stamm. Herr Stein. Frau Steiniger-Bludau ist entschuldigt. Frau Steinmann. Herr Professor Dr. Stern. Herr Slotko. Frau Stotz. Herr Sundermann. Herr Ten Humberg. Herr Thiel. Herr Tönz. Herr Tüttenberg. Herr Ünal. Herr Uhlenberg. Frau Felte. Herr Vogt Alexander. Frau Vogt Petra. Frau Vogt Küppers. Frau Vosseler. Herr Vossem. Frau Wagener. Frau Warden. Frau Wartemann-Krass. Herr Weckmann. Herr Wedel. Herr Wegner. Herr Weiß. Herr Weske. Herr Wirz Axel. Herr Wirz Josef. Herr Witzel. Herr Dr. Wolf Ingo. Herr Wolf Sven. Herr Wüst. Herr Wüst? Ist nicht da. Herr Jetin. Herr Yüksel. Frau Zentis. Und Herr Zimkalt. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gesehen, dass zwischenzeitlich einige derjenigen, die beim ersten Namensaufruf noch nicht im Raum waren, den Raum betreten haben. Mein Vorschlag ist, dass Herr Kollege Kern einfach die Liste noch mal durchgeht im Hinblick auf diejenigen, die vorhin gefehlt haben. Und wenn es etwas ruhiger sein könnte, würde uns das hier oben, das Zuhören, wirklich sehr erleichtern. Vielen Dank. Okay, dann zweite Runde. Herr Alder. Herr Dr. Berger. Herr Bombis.
Herr Ellerbrock? Nein. Herr Gabrecht? Nein. Herr Große-Brömer? Nicht da? Okay. Herr Hoeneß, nicht da? Herr Dr. Ort? Frau Ruhkemper? Und Herr Wüst nochmal? Herr Wüst? Nicht da? Ja, dann bedanke ich mich. Vielen Dank. Dann frage ich vorsichtshalber noch mal, ob sich jemand im Raum befindet, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte den Schriftführer, die Auszählung vorzunehmen. Wie viele sind auf der Seite? Das ist vielleicht ein negatives.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ergebnis liegt vor und ich gebe es gerne bekannt. Mit Ihre Stimme abgegeben haben 227 Abgeordnete, mit Ja haben gestimmt 20 Abgeordnete, mit Nein stimmten 207 Abgeordnete, kein Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten. Damit ist der Antrag Drucksachennummer 4592 in der Fassung des zweiten Neudrucks abgelehnt. Und ich schließe die Beratung zum Tagesordnungspunkt 3, rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion.